Ich bin jetzt nicht so der Mikrowellenprofi, aber ich dachte mir, man kann ja mal gucken. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joy. Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 15. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, gab es gestern kein 14. Türchen. Das lag daran, dass einfach alles schiefgegangen ist, was hätte schiefgehen können. Und das, kurz gesagt, einfach nicht mein Tag war. Aber das ist jetzt egal. Wir fangen jetzt mal von vorne an. Ich habe mir überlegt, da sowieso alles schiefgegangen ist, versuche ich heute zumindest noch mal irgendetwas hinzukriegen und irgendetwas zu schaffen. Deshalb habe ich mir diese wundervolle 80er-Jahre-Mikrowelle hier vorgenommen und möchte sie jetzt reparieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir ein Glas Wein genommen und werde jetzt diese Mikrowelle zerlegen. Ja, Prost. Hinten drauf steht übrigens eine riesige Warnung in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sprachen, dass man die Mikrowelle nicht alleine auseinandernehmen soll, sondern nur Fachpersonal daran lassen soll. Also starten wir mal mit den ersten Schrauben. Und der Schraubenzieher passt nicht. Das Ganze von innen aus. Okay. Hier laufen irgendwelche Drähte lang. Da auch. Und da auch überall. Ich weiß, dass das Ding schon mal repariert wurde. Tatsächlich, ja. Und dass beim letzten Mal die Sicherung raus war. Wie sieht eine Sicherung aus? Also wir haben hier einen Lüfter, Uferdrähte, irgendwas Isoliertes. Wenn ich zumindest ansatzweise irgendwie Ahnung von Elektrik hätte. Naja. Ist das da? Ja. 8 Ampere. Ist das eine Sicherung? Ja. Und wie kriegen wir eine Sicherung? Die sind auch in meiner Anlage verbunden. Wir müssen jetzt deine Anlage auseinanderbauen, damit wir unsere Mikrowelle wieder... Aber am letzten Tag vor dem Lockdown, bevor Weihnachten ist, willst du jetzt ins Elektrogeschäft? Könntest du mir noch einen Pro-Controller mitbringen? Ist das dein Ernst? Ich soll mein eigenes Weihnachtsgeschenk kaufen. Hey, du kriegst die Kohle wieder. Das ist so frustrierend. Du bist doch gut, wir haben den Fehler gefunden. Ja, aber sie funktioniert trotzdem nicht. Roman hat den Fehler gefunden. Roman war mir nämlich einen Schritt voraus. Roman wusste, dass man nach irgendwas suchen muss, was verkohlt ist. So weit habe ich nicht gedacht. Ich habe einfach nur geguckt, ob die Kabel überall dran sind. So, das ist eine Sicherung. Ich weiß nicht, kann man die sehen? So sieht eine Sicherung aus. So sollte eine Sicherung nicht aussehen. Wenn die gut aussehen, sind die weiß. Genau, wenn die gut aussehen, sind die weiß. Das wusste ich natürlich. Also für alle unter euch, die jemals auf die Idee kommen, eine 80er-Jahre-Mikrowelle zu reparieren, das hier ist eine Sicherung. Das war's mit dem Video, würde ich sagen. Ja, ich kenn's bald. Ja, ich glaube ich auch. Du strahlst es auch aus. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Heute ist nicht mein Tag. Wir haben es mittlerweile 2 Tage später. Ich habe jetzt nochmal einen kurzen Nachtrag. Ich habe 2 Tage gebraucht, um mit dieser Sicherung in ein Elektrofachgeschäft zu gehen, kurz vor dem Lockdown, und noch eine Sicherung zu bekommen. Ich habe es tatsächlich geschafft, noch eine Sicherung zu bekommen. Allerdings habe ich jetzt gerade versucht, die Sicherung einzusetzen und habe kurz testen wollen, ob es funktioniert, bevor ich dieses Video hier drehe. Und wie ihr seht, habe ich jetzt 2 kaputte Sicherungen. Wenn die Mikrowelle geöffnet ist, dann seht ihr hier diese Platine. Und an der Platine ist hier hinten, ups, da sind 2 Klammern. Also so gehört die Sicherung da rein.
Wenn sie so aussieht wie bei uns, dann ist sie kaputt. Und im besten Fall kann man die Sicherung einfach jetzt rausnehmen, eine neue einsetzen und die Mikrowelle ist wieder heile. In unserem Fall setzt man eine neue Sicherung ein. Und nach kurzer Zeit sieht die dann so aus. Hat also nicht funktioniert.